hat er aufgehört zu singen. Auch hier im Wasser bewegt sich auch was. Aber sobald ich da bin, ist es weg. Wow, schaut mal, was hier am Baum hängt. Allerseits, heute bin ich schon um 6 Uhr unterwegs, denn ich will hier zur Busstation, weil heute möchte ich zum Kinabalu Nationalpark fahren. Und mal schauen, der Kinabalu ist der höchste Berg Südostasiens. So, jetzt habe ich im Internet den Tipp bekommen, dass ich zum Kinabalu Nationalpark auch mit dem Local Bus fahren kann. Und jetzt habe ich mich durchgefragt, wo die Bushaltestelle ist. Und da gehe ich jetzt hin. Und zwar dort das höchste Gebäude. Da soll in der Nähe die Bushaltestelle sein. So, ich habe jetzt nochmal gefragt. Hier bin ich richtig. Und es muss Ranau dran stehen. Ja, ich habe es gefunden. Ranau. Sitze ich in einem Auto, das soll jetzt ein Bus sein, weil dort nicht viele Menschen hinfahren, local. Ich weiß nicht, was es kostet, etwa 20 Ringgit habe ich gelesen und der Ausflug an sich würde kosten beim Touranbieter 200 Ringgit. Also da komme ich noch ziemlich günstig bei weg, denke ich. Die Eintrittskarte habe ich jetzt. Jetzt kann er meinen 50 Ringgit-Schein nicht wechseln und ist erstmal losgestiefelt. Jetzt habe ich mir eine Map, eine Landkarte geholt. Die sehen hier so aus. Drei Trails sind gesperrt und das Wetter sieht auch nicht so besonders aus dort hinten. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal los. Ja, und hier ist die Aussicht zum Berg. Allerdings ist es sehr, sehr schade. Die Wolken hängen echt tief. Man kann ihn gar nicht sehen. So, jetzt habe ich schon mal was entdeckt. Hier ist der Bundo Tuhan View Trail. Und der führt dann zu dem Trail, den ich mir ausgesucht habe. Also gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ja, und so sieht ein Trail dann aus. Also der Weg. Gut begehbar. Sogar klares Wasser habe ich ja hier noch nirgendwo gesehen. Ja, hier bin ich jetzt rausgekommen und jetzt gehe ich den Livagu Trail weiter, dann kurz auf den Silau Silau Trail rauf, um zu meinem Trail, den ich mir ausgesucht habe, zu kommen. Die Natur hier ist einfach herrlich. Die Bäume sind riesig. Und die Geräusche, ich hoffe, die hört man auch gut. Da geht's zu diesem langen Livanga Trail. Der ist über 5 Kilometer, der ist leider geschlossen. Ich finde es echt schade, aber das würde mich schon wieder in Neugier versetzen. Warum? Und da lang gehen. Aber fremde Länder, andere Sitten. Also werde ich das lieber nicht tun. Und gehe jetzt den Trail, den ich mir wirklich ausgesucht habe, nachdem ich gehört habe, dass der zu ist. Und zwar den Mempening Trail. Der ist 2,5 Kilometer lang. Gebaut worden. Falls jemand wirklich sowas vorhat,
Denkt an Trekkingschuhe. Das ist hier ganz schön feucht. Und hier in diesen Pfützen schwimmen auch Tiere, die sind so 2 Zentimeter groß. So, eine Weggabelung. Da oder da. Hier war auch mal ein Schild. Die Betonung liegt auf war. Sieht jetzt nur noch der Pfahl. Ich gehe einfach mal berghoch. Schaut doch einfach mal, wie hoch so ein Baum hier ist. Wahnsinn, oder? Jetzt noch mal ein Fazit. Also es ist ein wunderschöner Regenwald hier. Das Einzige, was ich mir mehr erhofft hatte, ich habe keine Tiere gesehen, also außer jetzt Insekten. Und dieser Nationalpark hier beherbergt die Hälfte aller Säugetiere, Reptilien und so weiter von Borneo. Und ich habe nicht eins gesehen. Wo sind die Affen? Aber trotzdem kann ich hier empfehlen, herzufahren. Es sind wunderschöne Wanderungen, die man machen kann. Das Klima ist angenehm zum Wandern. Es ist nicht zu heiß hier, vielleicht 20 Grad. Man schwitzt trotzdem, wenn man läuft. Und die Wege sind einfach zu laufen. Es gibt auch schwere. Also für jeden ist was dabei. Übrigens habe ich hier die ganze Zeit, also ich laufe jetzt hier schon 2,5 Stunden, noch keine einzige Menschenseele getroffen. Da ist er nochmal, allerdings nicht zu sehen. Above the clouds. Schade. Jetzt gehe ich aus dem Nationalpark raus und dort zur anderen Straßenseite. Und dort stehen dann die Autos, die nach Kota Kinabalu fahren. Mal sehen, wie lange ich warten muss. Leider ist der Berg heute vor lauter Wolken nicht zu sehen. Das ist der Eingang des Nationalparks. Schaut mal, die Wolken sind weg. Daumen hoch. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Bis später!